Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video über Last Epoch. Wir möchten heute ein paar Updates besprechen, was ist passiert seit dem letzten Video hier bei mir auf dem Kanal, wie sieht's auf Steam aus, wie sieht's mit den Spielerzahlen aus, wie sieht's mit den Bewertungen aus, welchen Verlauf nimmt dieses Game momentan. Wir fangen an mit dem, was ihr direkt hier im Bildschirm seht, nämlich das Hotfix-Update vom 1. März. Darüber haben wir ja noch nicht gesprochen in dem Video, deswegen nehmen wir es heute noch mit dazu. Es wurden Memory Leak Issues behoben, also Speicherprobleme unter bestimmten Umständen. Im Forum wurde dazu noch gesagt, einen großen Speicherleak, der passiert ist, wenn man Monolith oder Arena gezockt hat. Also hier wurde was gefixt, was wohl wirklich massiv Probleme bei der Performance verursacht hatte. Und ebenfalls nochmal einen kleineren Memory Leak, der während dem Online-Spielen passiert ist, bei der Anwendung von bestimmten Fähigkeiten. Also hier sollte Besserung eingetreten sein bei Leuten, die hier Performance-Einbrüche hatten unter diesen bestimmten Umständen. Und es sieht ganz so aus, als ob die Community damit auch recht zufrieden ist. Es gibt allerdings natürlich auch Stimmen, die sich noch wünschen, dass andere Bugfixes passieren. Kleinere Dinge auch im User-Interface und sowas. Das gibt es auf jeden Fall noch, was hier aussteht. Wir haben es gestern gestreamt, also vom Zeitpunkt heute. Wir sind am 5. März. Um 9.15 Uhr, dass, wenn wir jetzt hier mal die Most Played Games auf Steam angucken, auch wissen, okay, was ist da gerade am Laufen. Wir haben Last Epoch auf Platz 8 um diese Uhrzeit, direkt ein Platz hinter Pal World. Ich denke, das ist ein Mega-Erfolg für Last Epoch. Man kann es einfach nur nochmal wiederholen und wir gucken einfach mal nochmal kurz in die Details hier rein. Also 88.579 Spieler momentan in-game zu dieser Zeit. Und wir hatten in den letzten 24 Stunden einen Peak von 166.000 Spielern. Der allgemeine Allzeithoch, oder das Allzeithoch war 264.000 Spieler. Es ist also noch nicht krass richtig zu Boden gestürzt, das Teil. Es hält sich, finde ich, ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt die nächsten 2-3 Wochen bringen werden bei diesem Game, wie sich diese Kurve jetzt hier weiterentwickeln wird. Und wo sich dann der Boden, sag ich mal, so ansiedelt bei dieser ganzen Sache hier. Ich habe so den Eindruck, als ob sich das Spiel ziemlich gut hält. Und wenn weitere Updates und so weiter kommen in das Game, wird sich da mit Sicherheit eine positive Entwicklung abzeichnen, dass das Spiel jetzt auch noch nach dieser Zeit, also nach über einer Woche nach dem Release, noch so gut mit den Spielerzahlen hält, ist ein gutes Zeichen und sich nicht das quasi auf nur noch 10% Anteil runtergefressen hat. Das ist schon mal, denke ich, positiv festzuhalten. Jetzt ist allerdings auch noch die Frage natürlich, wie haben sich die Bewertungen entwickelt? Und hier zeichnet sich ebenfalls ein positives Bild ab, wie ich finde. Wir haben hier, wo ist es unten? Wir müssen ein bisschen weiter scrollen nach den ganzen Paketen und so weiter. Genau, hier haben wir eine schöne Übersicht, einfach was gerade los ist. Es steht bei größtenteils positiv. Über 70.000 Rezensionen, das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer, wie ich finde. Und die kürzlichen Rezensionen, 46.000, werden hier beobachtet. Und wir sehen jetzt hier einfach, zu der Zeit, als es mit dem Server dann Probleme gab, haben sich hier die negativen Bewertungen sehr stark gehäuft. Also die Vermutung oder die Annahme ist einfach, denke ich mal, halbwegs richtig, dass die negativen Bewertungen hauptsächlich mit der Server-Performance und dem Online-Modus zusammengehangen waren oder zusammengehangen sind und sich das jetzt durch die Verbesserung der Serverstabilität auch wieder hat. Ja, also es ist nicht so, dass viele Leute denken, dass Last Epoch ein schlechtes Spiel ist, sondern es ging hauptsächlich darum, dass Last Epoch zu Release eine schlechte Performance online abgeliefert hat mit den Servern. Und ja, das kann man schlecht finden, ist legitim. Allerdings denke ich, wenn man das Spiel an sich bewertet, wie ein Game ist an sich, was es bietet, dann kann man nach dem Release einfach nochmal gucken, wenn die Server dann stabil laufen, Online-Modus und so, ob das Spiel einem wirklich zusagt, was die Spielqualität angeht und das Gameplay, abgesehen von den Servern. Und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auch wieder reinzugucken und zu sagen, hey, die Server haben sich beruhigt. Ich hatte eigentlich voll Bock, online zu spielen. Wenn man jetzt das unbedingt möchte mit Online-Gaming, dann kann man jetzt Last Epoch wieder starten und sich ein Bild von diesem Game machen, wie es sich denn wirklich spielt.
Ansonsten hatte man die Offline-Variante einfach immer parat. Man hätte einen Offline-Charakter machen können und das gesamte Spiel genießen. Ich denke mal, das war auch ein großer Vorteil von diesem Game. Offline-Modus zahlt sich halt doch manchmal auch aus. Wir gucken deswegen aber zum Abschluss auch nochmal auf Metacritic. Und hier entwickelt sich eigentlich auch alles recht gut. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war der User-Score mal ein bisschen schlechter. Er holt sich jetzt also ein bisschen, wenn ich mich da nicht irre. Aber auch der Critic Score, also von den Gaming-Magazinen hier mit 77, ist, glaube ich, um ein paar wenige Punkte angestiegen, hat sich also ebenfalls nochmal positiv nach oben entwickelt. Ich denke, die Zeichen stehen hier einfach auf gut. Ja, also ich denke, das können wir definitiv festhalten in diesem Video und da freue ich mich persönlich auch sehr drüber. Wir schauen, im Laufe dieser Woche wird es wahrscheinlich wieder ein Update geben von den Devs, davon gehe ich mal stark aus. Und dann werdet ihr natürlich von mir auch wieder hier auf dem Kanal ein Update bekommen. Das heißt, falls ihr weitere News und Updates zu Last Epoch gerne hören möchtet von mir, lasst natürlich gerne ein Abo da und wir halten an der Sache fest. Bis zum nächsten Mal im Stream vielleicht. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und danke fürs Zuschalten hier in diesem Video. Macht's gut, Leute, und tschüss.